Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect Andromeda. So, wir machen direkt weiter. Gehen Sie weiter. Ich bin dabei, okay, ich laufe. Okay. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett. Und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Alien. Wir haben Besuch von einem Alien. Das ist so geil, ne? Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Bitte? Eindämmungszelle. Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind eine Fremde, die in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Nicht es, Sie. Und hör auf, Sie so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind die erste Fremde, die sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind eine Anführerin. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, eine zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra wartet drinnen auf Sie. Ich dachte, ich könnte noch vorher speichern. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Sieht irgendwie aus wie so eine Mischung zwischen Fisch und Kobra. Hallo? Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Kett gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Kett entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Arche voller verzweifelter Leute zählt darauf, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Kett. Und wir konnten sie nicht retten.
Wir haben sie verloren. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wozu ich fähig bin. Geben Sie mir einfach Ihre Zustimmung. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Die Angara und auch die Cat haben vor Jahren gelernt, wie gefährlich die Gewölbe sind. Wir sind fertig. Aphra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschai würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jarl, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Ich weiß, du kannst hier auf mich verzichten. Geh, wenn du willst. Aber wenn sie dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jarl Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Okay. Hoffentlich bereue ich das nicht. Das hoffe ich auch. Der war gut. Darf ich denn jetzt... Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Darf ich denn jetzt mit jemandem reden? Weil der möchte was von uns. Handel? Handel. Handel. Mhm. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich könnte ein Treffen arrangieren, um ein offizielles Handelsabkommen zwischen uns zu vereinbaren. Zu kompliziert. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Aya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Mhm. Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Aya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. So, jetzt kann ich erstmal speichern. Ich habe hier noch einen. Da. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja. Das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Weil ich mir das größte Abenteuer meines Lebens einfach nicht entgehen lassen konnte. Ich kenne dieses Gefühl. Den Nervenkitzel, eine Chance zu ergreifen und auf das Beste zu hoffen. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen? Oh, natürlich. Ich bin Avila Kajar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Die Cat haben ihr Volk in große Bedrängnis gebracht, richtig? Das stimmt.
Aber lange vorher hat die Geißel unsere Technologie zerstört. Angefangen bei unseren Schiffen. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Mit der Lieben kann übrigens Scott flirten und eine Romanze aufbauen. Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einer Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. So ist es. Dann ist das Ihre Chance, es zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird sie das einen großen Schritt weiterbringen. Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Also ich muss sagen, ich bin mit dem NVIDIA Shadowplay Player bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der mir das leider alle 10 Minuten ein Video abspeichert, dann zwar weiter aufnimmt, aber ich muss diese 3 Videos dann halt zusammenschneiden. Und ich versuche das natürlich so gut wie möglich rüberzubringen. Ich weiß natürlich nie, wann er selbstständig einen Cut macht. Weil alle 10 Minuten irgendwie selbstständig einen Cut zu machen, um auf die Uhr zu gucken, das ist ein bisschen blöd gemacht. Vor allen Dingen vergesse ich das auch sehr schnell. Deswegen nimmt es nicht übel, aber halt, wie gesagt, Loilo funktioniert nicht, schwarzes Bild, Bandicam bringt das ganze Spiel zum Ruckeln. Ich meine, klar, es ruckelt noch ab und zu, aber wie ihr bemerkt, im Gegensatz zu den Anfängen, ruckelt es fast kaum noch. Die andere Möglichkeit wäre nur noch, das Let's Play abzubrechen und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen hoffe ich, dass ihr damit einverstanden seid, damit Ryan, klarkommt. Das Schiff ist repariert und startklar. Schade, ich hätte gerne gesehen, wie die auf Asari und so reagieren. Das wäre lustig geworden. Da war ein Vogel. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Mhm. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage. Echt Jarl? Jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns. Also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Schön. Wir hören. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Kett in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Kett entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären?
Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Cat kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Peeby recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jaw? Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Joel hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Cat. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jaw will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Okay, danke. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Sagen wir lieber Optimismus. Das mit dem Vertrauen kommt später. Jaw, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Huch. Voller Kader? Was? Nach Haval oder Volt reisen? Reisen. Reisen. Mein Gott, was hab ich denn immer, ey? Reisen. Hochholler. Doc, was sagen Sie von den Angaren? Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber schon Ihre Körpersprache ist so emotional. Ich kann Jaw kaum erwarten. Oh Gott, der Arme. Sie ihn nicht zu verschrecken, okay? Habe ich denn jetzt hier neue Gesprächssachen frei? Jo, oder? Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Bei einem guten Film entspannen? Das könnte mir gefallen. Er muss noch nicht mal gut sein. Sogar die Schlechten erfüllen ihren Zweck. Es kann nicht schaden, dem Pioniergeist der Leute auf die Sprünge zu helfen. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Also, Jaw. Also... Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Ja. Ja. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns und trotzdem haben sie uns ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah.
Er redet und nicht viel. Ist das ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Er spricht echt nicht viel. Etwas an Ihnen ist einzigartig. Unruhig. Ungeschliffen. Aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Ich bin ein bisschen verwirrt von Jarl. Beim ersten Treffen kam der so abgefuckt drüber. So, ist mir scheißegal und voll so egal und intolerant und bösartig. Und jetzt ist er so zurückhaltend, ja fast niedlich. Oh mein Gott, verliebe ich mich gerade. Ich hatte mir eigentlich geschworen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Zeichen? Wäre schön, wenn mal hier so eine Erklärung käme. Ich hatte eigentlich mir geschworen, nicht mit Jarl anzubandeln. Keine Ahnung. Wenn wir mal etwas Zeit haben, würde ich Ihnen gerne bei der Arbeit zusehen. Natürlich. Ich kann es allen zeigen. Nein. Nur wir beide. Damit wir uns besser kennenlernen. Oder einfach nur ein Hobby teilen. Ach, natürlich. Gut. Er hat es nicht gescheckt. Das ist süß. Ja? Ja. Was ist Ihre Geschichte, Jaw? Erzählen Sie mir von sich selbst. Wieso? Naja, wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Vielleicht. Das wäre doch auch einleuchtend. Ich wurde auf der Erde geboren. Dritter Planet des Sol-Systems in der Milchstraße. Das ist interessant. Danke. Für den Augenblick ist das genug. Wir müssen erst mehr Vertrauen füreinander entwickeln. Boah, wir haben gerade sowas von einem Korb gekriegt, ne? Mach unser Äffchen. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt nochmal mit allen reden? Ach mein Gott, man kann immer so mit so vielen Leuten reden. Oh. Cora ist gar nicht da. Ryder. Dann will ich... Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich rede jetzt mal nicht mit denen. Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle... Genau wie auf Sir Cash. Müssen wir hier? Nee, hier müssen wir gar nicht hin, ne? Anomalie auf den Sensoren. Wo? Wo müssen wir denn hin? Ah, Haval. Wir müssen erst nach Haval, okay? Also es haben sich ja viele Leute über diese Ladesequenz halt, oder was heißt über diese Ladesequenz, über das hier beschwert, dieser Flug, diese Sequenz. Das ist unsere Heimat. Ich find's immer wieder geil. Unsere Vorfahren kamen aus diesem System, von Haval, wie klein es von hier aus erscheint. Ich find's immer wieder geil. Anomalie auf den Sensoren. Das sieht so schön aus und vor allen Dingen wirkt das jetzt viel echter. Mhm.
genau so war das ja. Na, ich muss gucken, wo ich landen kann. Warte mal. Moment mal. Ich muss mein Team doch jetzt auswählen, oder? Genau, ich habe jetzt die beiden. Ich nehme Vetra mit und... Und Erziehende. Ja. So. Ich glaube, den muss ich ja mitnehmen, oder? Es sah gerade sehr nach Gewitter aus. Ich hätte das auch hier ändern können. Ach. Na egal. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für Dapa Lev. Das Team der Moschei sollte dort sein. Mhm. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Oh, Tiere. Cool. Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Ich bringe uns rein. Also bis jetzt sieht das definitiv nach meinem Planeten aus. Es ist alles so schön pink. Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist definitiv mein Planet. Auch wenn mir das Klima nicht ganz gefällt. Hä? Fehlt hier nicht einer? Achso, da. Oh, wir haben hier schon einen Feind. Mal gucken. Kontakt hin. Ach, da hinten sind die Feinde. Okay. Ach, hi, mini, mini. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ich dachte immer, Aya wäre wunderschön. Aber das hier übertrifft alles. Ja, diese Welt ist atemberaubend. Aber die Wildnis kann auch tödlich sein. Aber man kann nicht meckern, ne? Es sieht schick aus, ja. Sieht definitiv schick aus. Schönen guten Tag. Dieser Messungen zeigt irgendeine Jor? Was machen Sie denn hier in Begleitung dieser Leute? Kieran, das ist Pathfinder Ryder aus einer weit entfernten Galaxie. Ryder? Kieran Dahls, leitende Wissenschaftlerin in Darpa Lav. Ich muss sagen, Haval ist wirklich wunderschön. Die Schönheit des Planeten ist momentan meine geringste Sorge. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen.
Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Ich weiß, wie man mit Relikt-Tech interagiert. Ich kann Ihnen helfen. Ryder hat schon mal ein Gewölbe gesehen und ist offenbar irgendwie neu gestartet. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut. Wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Ja gut, ne? So, ich sag aber tschüss, bis zum nächsten Mal.